nicht nur mal ein Grund, warum Schüler vielleicht erst später ein bisschen aufwachen, was zu tun in der Schule? Bei mir ist es zum Beispiel so gesehen, ich war einfach faul. Ich bin erst sozusagen in der Mittelstufe ein bisschen aufgewacht und auf die Realschule gekommen und dann ab der 10. in die Oberstufe gewechselt, ohne Wechsel gleich in die Oberstufe, und das war verdammt schwer damals. Und so geht es aber vielen. Es gibt unterschiedliche Entwicklungen von Schülern. Es hat nicht nur was mit einem bildungsnahen Haushalt zu tun. Also meine Eltern waren gebildet, aber haben einfach auf mich eingeredet, hat nichts genützt. So, ich bin erst später aufgewacht. Und es gibt Unterschiede bei den Schülern. Und das ist wichtig, dass die Strukturen in den Schulen diese Unterschiede nicht doch sozusagen die Schüler dafür bestrafen. Und deswegen ist es wichtig, dass man nicht früh sortiert, sondern den Kindern in der Entwicklung sozusagen die Chance gibt, auch später noch zu sagen, ich gehe aufs Gymnasium oder ich mache einen besseren Bildungsabschluss als die 10. Das ist wichtig und das wollte ich nochmal sagen und ich habe es selber erfahren. Und deswegen bin ich auch ein persönlicher Unterstützer für diese Bildungsgerechtigkeit und für diese Reform. Und ich gehe auch so weit, dass ich sage, Herr Erkert, diese Reform darf nicht scheitern. Sie ist wichtig für die Generationen, die jetzt ranwachsen. Wir müssen das durchhalten. Wenn man was ändert, gibt es immer sozusagen Aufregung, weil Veränderungen für die Menschen sozusagen schwierig sind. Ich glaube, wir müssen den Eindruck entwickeln bei den Menschen, dass wir es ernst meinen. Und da darf man auch nicht sagen, wenn es schief geht. Nein, es geht nicht schief, wir werden daran arbeiten müssen. Und es gibt eine gesellschaftliche Mehrheit, die mehr Bildungsgerechtigkeit dieser Stadt will. So. Und beide Volksparteien haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, als sie eine Verfassungsänderung beschlossen haben, dass der Bund raus ist aus der Bildungspolitik. Es sind ein paar Monate vergangen, vor allem haben sich alle Ministerpräsidentinnen und die Kanzler hingesetzt und gesagt, oh, jetzt müssen wir einen Bildungsgipfel machen. Ne? Bildungsgipfel, obwohl man gar nicht mehr zuständig ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Kanzlerin vorweg. Und ich finde, ehrlich gesagt, diese Verfassungsänderung, die müssen wir rückgängig machen, da brauchen wir beide Volksparteien. Ich habe noch von Herrn Kaas habe ich es gehört, er war sowieso dagegen, hat aber trotzdem dafür gestimmt im Bundestag für die Verfassungsänderung. Ja, ja. Da würde ich aber gerne mal hören, ob er sich dafür einsetzt, dass diese Verfassungsänderung wieder rückgängig gemacht wird. Das sind die Tatsachen, über die wir hier reden und das ist auch die Entscheidung, die am 27. September hier anfällt. So, der andere Punkt ist Studiengebühren. Kann man lange drüber reden. Wir haben jetzt mit der CDU vereinbart, dass erstmal die Studiengebühren nicht anfallen, wenn man sie nicht zahlen kann. So, man muss keine Studiengebühren in dieser Stadt zahlen, wenn man studieren will. Und hinterher zahlt man sie nur, wenn man Klasse verdient. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich eine gerechte Lösung. Ab 30.000 Jahresgehalt von heute gerechnet, sozusagen, darf man dann zurückzahlen zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Ich habe damals BAföG bekommen, habe es auch zurückgezahlt, das waren 13.000 Mark damals. Das habe ich auch gemacht und das war auch mein Beitrag sozusagen, als ich dann besser verdient habe nach dem Studium. Das ist hier viel weniger. Und insofern haben wir gesagt, das ist eine gerechte Sache. Diejenigen, die aus Familien kommen, die das nicht leisten können, brauchen keine Studiengebühren bezahlen und diejenigen, die hinterher Klasse verdienen, denen tut das dann nicht weh, wenn sie ein bisschen wieder zurückgeben an die, die dann jetzt studieren und dadurch auch eine bessere Zustände in den Unis haben. Das war nur dazu. Hat auch was mit Gerechtigkeit zu tun, denn ehrlich gesagt, dass die Ausstattung der Hochschulen zufriedenstellend ist, kann ja hier auch niemand behaupten.